Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Nicht wundern, mein Auto hat ein bisschen komische Geräusche von sich. Es ist arschkalt, der Lüfter ist trotzdem an. So, mit einem kleinen Infovideo. Ich fahre jetzt mit euch zusammen meine neuen Autogrammkarten holen. Das hat mit dem Rossmann-Automaten und was ich da versucht habe, alles nicht wirklich geklappt. Ich habe jetzt da 5-6 Euro investiert in Fotos, die ich alle wegschmeißen kann, weil das Auge nur halb drauf ist, weil der Schriftzug nur halb drauf ist, weil ich nicht ganz so drauf bin. Obwohl ich das in dem Automaten zurechtgeschoben habe wie Denzel. Und das hat mich genervt. Das hat mich richtig genervt. Dann bin ich dann zu meinem Fotografen, der auch meine Fotos gemacht hat von meinem Ausweis, den jetzigen Ausweis, dem alten Ausweis und auch früher meine Passbilder und alles drum und dran gemacht hat. Hier in meinem Ort. Fotomeier, kann man ja mal erwähnen. Da bin ich seit Jahren und immer zufrieden gewesen. Und der hat gesagt, da war ich gestern, komm doch morgen vorbei, morgen schmeiße ich die große Maschine an. Der hat nämlich eine große Maschine für Fotos ausdrucken. Also so ein richtig fetter Klopper. Der ist so wie bei dem, also so wie bei den Schnellautomaten, bloß halt in viel größer. Aber die fressen halt ordentlich Strom. Die fressen richtig, richtig fett Strom. Und jetzt schmeißt er halt nur zweimal die Woche an, dienstags und donnerstags. Kann ich auch verstehen. Habe Glück gehabt. Gestern war Montag. Also heute hin, Fotos holen. Werde ich euch gleich zeigen. Ich habe auch noch mal einen neuen Stift mir geholt, weil der erste silberne habt ihr ja im Hangout mitbekommen. Hat nach ein paar Autogrammen, die ich so gemacht hatte, den Geist aufgegeben, sagen wir mal so. Da kam die Mine raus. Keine Ahnung, da habe ich jetzt einen neuen gekriegt, der ist schon zu Hause, ich habe auch schon getestet, läuft. Und habe auch schon ein, zwei Mal auf und zu gemacht, läuft. Danach habe ich mir eine Bratwurst holen, habe ich mir verdient. Ach nee, ich muss erstmal, bevor ich zu Fotomeier fahre, muss ich erstmal zur Bank. Erstmal ist die Bank wichtig, ja. Ich brauche Kohle, weil ich habe nicht mehr genug Geld bei, um die zu bezahlen. Ich habe jetzt erstmal 100 Stück habe ich ausdrucken lassen. Beziehungsweise machen lassen, bin ich jetzt bei, glaube ich, 25 Euro mit bei oder sowas, ich weiß es nicht. Und es wird jetzt so sein, wenn ihr die haben wollt, wenn ihr ein Pullover oder ein T-Shirt bestellt, der Andy hat mir auch gerade nochmal angerufen und hat gesagt, dann bleibt doch bitte am Ball, und weil da war wohl jemand und der hat gesagt, ich melde mich morgen und hat sich dann nicht gemeldet. Und dann bleibt doch da bitte dran und gibt ihm die ganzen Daten und alle drum und dran. Was ist denn hier? Ich kriegte mal nicht mal mehr einen Parkplatz dort oder was? Leck mich doch am Arsch, ey. Na, pack ich hier halt. Und mit dem habe ich jetzt gerade halt auch noch gequatscht. Dem werde ich erstmal 25 Autogrammkarten hinbringen. Die werde ich nachher zu Hause noch fertig nicht wundern, das sieht jetzt so komisch aus durch mein Licht hier oben. Weil ich ja hier oben so grünlich-bläulich habe. Nachher werde ich die dann alle beschreiben, also mit Autogramm versehen, den größten Teil. Dann werde ich so um die 25 werde ich zum Andy bringen und die anderen werde ich bei mir lassen. Ich habe das jetzt auch geklärt mit einer zweiten Adresse, also praktisch nicht meine private Adresse, sondern für Odins Testen eine separate Adresse. Und da könnt ihr dann eure frankierten Rückumschläge hinschicken. Ich werde auch nochmal zur Post, mal gucken, ob man dann noch was anderes machen kann. Weil ein Postfach, wenn ich ein Postfach mache, wird es mit meiner richtigen Adresse verknüpft. Das heißt, es kommt alles dahin. Und ich habe keinen Bock, dass jede Post immer ins Postfach kommt, weil das würde mich nerven. Ich müsste denn jedes Mal runter, um meine Briefe zu holen und so ich einfach nur einen Briefkasten und fertig ist. Also deswegen kommt das schon mal nicht in Frage. Aber nichtsdestotrotz. Mache ich jetzt hier erstmal einen Cut, ich muss Geld holen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal von der Bank bis hierher nicht gefilmt. So, kann ich euch mal... Hier sind meine Autogrammkarten. Hoppala, seht ihr das? 100 Stück. So, und dann sehen die jetzt so aus. Ja, auch so ein bisschen Glanz. Und ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass unten da vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Falls man sich jetzt irgendwo hinterklemmen will oder... hinstellen will oder was weiß ich, oder für einen Bilderrahmen, wo oben und unten, ihr habt ja diese Bilderrahmen, wo oben eine dicke Linie ist und unten eine dicke Linie,
Da habe ich denn hier oben, habt ihr ja sowieso nur einen schmalen, ja, einen, seht ihr das, nur so schmal. Und ich habe extra unten gedacht, machst du ein bisschen mehr. Kann man auch dann abschneiden oder so, je nachdem könnt ihr euch dann angleichen. Mit dem Auge, das hat jetzt ein bisschen, das ist jetzt sehr weit hier drüben, aber ja, müsst ihr gucken, welchen Bilderrahmen ihr dann nimmt. Dann Auge und Unterschrift wird dann auf einer Höhe sein. Darauf, das habe ich mich extra so gemacht, weil das Auge und meine Unterschrift dann auf einer Höhe ist. Ich könnte rein theoretisch die Beuge vom Auge noch ein bisschen runter machen und die, das Odin noch ein bisschen runter. Aber dann habe ich, so habe ich auf jeden Fall erstmal genug Platz zum Unterschreiben, denke ich mal. Sind ein bisschen kleiner als die, ja, das erste Bild, was ich gerade gezeigt habe, habe ich jetzt nach hinten gepackt. Das werde ich mir nachher rausnehmen. Also es wird nur 99 Autogrammkarten geben und dann werde ich hinten aufschreiben, meine erste offizielle Autogrammkarte. Weil den anderen waren ja nicht offiziell, das war ja, was fährst du denn hier lang? War ja eher so Geschenk gedacht. Oh, jetzt. Ah. War ja so ein Geschenk gedacht und ja, und war ja nicht gedacht, dass es als Autogrammkarte durchgeht. Also das, oder dass ihr überhaupt so was genommen wollen würde oder dass ihr sowas überhaupt wollt. Und das ist jetzt mein erster Schwung offiziell ausgedruckt als Autogrammkarte. Ja, die Quittung habe ich mir geben lassen. Oh, jetzt, ja, was hältst du vom Blinken, du dusselige Kuh? Habe ich mir extra Quittung geben lassen, weil das kann ich über die Steuer abrechnen. Muss ja Steuererklärung dieses Jahr wieder machen und so. Ja, nun blink doch nicht, jetzt fahr doch, oh, du Idiot. Ey, ist doch nicht, ich würde nur einschlafen. Ich würde auch, steig aus, trag das Auto. Ist doch nicht, ey. Boah, ey. Manchmal fühlt man sich echt, als wenn die den Führerschein aus dem Kaugummiautomaten gezogen haben. Es ist ja nicht nur blinken fahren. Ist doch nicht die Möglichkeit, ey. Leck mich doch am Arsch hier. Warte mal, ich werde nicht hier parken, sonst kriege ich von der Politessen einen drauf. Ich habe gesehen, da vorne ist auch noch Platz frei. Ich werde mal hier vorne parken. So, und zwar hier. Ah, hier darf ich ja nicht parken, glaube ich. Ah, fuck. Hier zählt immer noch als Ausfahrt. Ist sowas bescheuert? Und auch direkt bei unserer Postfiliale ist hier so ein Tor, so ein Eingang. Das ist seit Jahren zu. Da steht kein Zutritt, Kamera überwacht. Das ist seit Jahren zu. Da fährt kein Auto rein, raus. Ne? Die fahren alle hinten raus. Wenn ich jetzt hier gucke. Trotzdem darf man davor nicht parken, weil es eine dusselige Einfahrt ist. Also so wird bescheuert, das eine Einfahrt. Klar, gut, ich sehe ein. Aber wenn eine Einfahrt seit Jahren nicht benutzt wird oder Einfahrt nicht als Einfahrt, weil es zwar eine Einfahrt ist, aber nicht als Einfahrt benutzt wird, finde ich scheiße. So, Wach- und Schutz ist nicht, dann muss man gucken. Oh, da drüben kann ich auch parken. Ach, Herr Schirmmeister. Weil ich will ja auch noch zur Post. Ich brauche ja ein bisschen mehr Zeit. Ich will ja noch bei der Post drin. Ich muss ja noch meinen Laptop wegbringen. Also nicht meinen, aber den Laptop von Toshiba, den ich für die Videos hatte. Den ich jetzt die ganze Zeit benutzt hatte. Das ist ein geiles Teil. Clean, flink, schnell. Kann man sich nicht beschweren. Ich parke noch ein bisschen weiter zurück. Nicht, dass sie sich aufregen, dass ich hier zu weit in die Einfahrt drin stehe. So. Jeanshop. Seit wann haben wir denn hier einen Jeanshop? Muss ich Jens gleich mal fragen. Seht ihr, so kenne ich meine eigene Stadt. Ich weiß nicht mal, wo hier und was hier für komische Geschäfte sind. So. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wie gesagt, da drüben, da liegt das Paket für Toshiba, das muss ich auch gleich noch wegschicken. Seht ihr das? Stil echt. Stil echt geschickt in einer Fujitsu-Verpackung. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Ah. So, Fujitsu und in Wirklichkeit ist Toshiba drin. Ich sehe scheiße aus, ich weiß. Ich muss mich noch rasieren und alles, aber da wird zum Wochenende weg schick aussehen. Da wird der Sascha kommen und dann werden wir dann halt Wickelvideos machen und so. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns nachher wieder, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Bis dahin, ahoi. So, da bin ich auch schon wieder. So, und auf geht's. Erst guten, dann schroten. Sicherheit geht vor. Und wenn wir jetzt mal nach Hause fahren,
muss ich mir noch putzen. Ja, weil am Wochenende, wie gesagt, so wie es aussieht, ja der Sascha kommt von True Vape Farms. 1, 2, 3, True Vape Farms. Der wird kommen. Und da werden wir uns halt von Freitag zu Samstag kommt er, ja. Und ja, vom Freitagmittag bis Samstag werden wir noch zu meinem Grafiker. Sascha will sich einen Pullover machen lassen. Ich weiß nicht, was drauf sein soll. Habe ich jetzt vermittelt. Da werden wir hinfahren. Dann zu meinem Dönermann werden wir fahren, zu Alibaba. Einen Döner holen, weil Sascha will unbedingt bei meinem Dönermann Döner essen. Denke mal, ein Sixer, zwei Sixer werde ich dann holen. Dreie, mal gucken. Sascha knallt ja irgendwie was weg. Der ist ja das gewöhnt. Der trinkt ja auch, jetzt soll nicht heißen, dass Sascha ein Säufer ist, nein. Aber Sascha, der trinkt halt, ja, so die härteren Sachen. Der trinkt auch mal einen Cognac und was weiß ich alles. Mit Bene, den die Bede erstmal von hier aus grüßen will, Sascha und Bene. So was komme ich gar nicht ran. Also da würde ich ein Glas nehmen. Erstmal würde es mir nicht schmecken und dann würde ich besoffen unterm Tisch liegen. Ja, und dann werde ich dann halt drei Sixer holen, dann müsste dann reichen mal vier, mal gucken. Ja, dann werde ich mit Sascha schön ein Wickelvideo machen. Wir werden dann so ein bisschen wickeln, werde ich Lampe aufbauen, Kamera aufbauen, alle drum und dran. Und dann wird das schon passen, denke ich mal. Lass mich da mal überraschen. Vielleicht machen wir das auch auf dem Sofa, ich weiß es nicht. Dann kann ich die Kamera von vorne machen, mal gucken. Quatsch ich alles mit Sascha denn noch ab. Ja, abends werden wir wahrscheinlich noch ein Hangout machen, so, aber nicht lange, weil Sascha muss bei Zeiten raus, der muss ja dann wieder nach Wolfsburg zurück und von daher können wir da halt nicht bis in eine Puppen machen, weil dann würde Sascha aussehen wie so eine Leiche und wäre halt auch nicht betriebssicher, weil er muss ja Auto fahren. Also machen wir dann halt wahrscheinlich, mal gucken, auf dem Abend das Wickelvideo, gucken wie lange das geht, vielleicht zwei Stunden vielleicht noch ein Hangout, wo wir ein bisschen was trinken mit euch, ein bisschen sabbeln, wo wir euch den Avocado wollten wir wickeln, den werden wir euch dann noch zeigen und vorführen, wie er dampft. Das Video werde ich dann, was ich mit Sascha mache, werde ich bearbeiten, rendern, alle drum und dran. Ich denke nicht, dass ich es zum Wochenende mache, weil ihr wisst, Wochenende arbeite ich sonst eigentlich nicht. Und dieses Wochenende schon ja nicht, weil wie gesagt, Freitag kommt Sascha. Ich werde zwar aufnehmen, aber das war dann auch. Und Samstag, Vormittag haut Sascha dann wieder ab. Und dann start ich ins Wochenende. Dann wird da nicht mehr viel großartig gemacht. Ja, nur entspannt. Und von daher werde ich das dann wahrscheinlich erst Montag bearbeiten. Vielleicht habe ich Samstag die Muße, das zwischendurch mal zu bearbeiten oder rin zu klatschen und dann mal so nach und nach was zu machen und dann, dass es vielleicht Sonntag kommt, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal eher Montag oder Sonntagabend bearbeiten, hochladen. Ja, ich denke mal, so werde ich es machen. Aber es kann halt auch sein, dass es schon Sonntag online kommt. Müssen wir mal gucken. Lasst da euch einfach mal überraschen. Ich freue mich schon drauf. Mal gucken, vielleicht mache ich mit Sascha auch ein Video, vielleicht nehme ich auch so ein bisschen vlogmäßig auf, so Sascha zu Besuch bei Odin, ne? Und nehme meinen Camcorder mit oder so und nehme dann so ein bisschen auf dem Weg zum Grafiker oder zum Dönermann und sammle so ein bisschen Videomaterial, so die ersten Eindrücke und so, ja. Dass ich das zuerst bearbeite und dann halt das Wickelvideo, mal gucken. Oder alles am gleichen Tag dann hoch online stelle oder so. Mal gucken. So in etwa habe ich mir das gedacht. So, das hier abmachen. Oh. So. Da bin ich auf den Ausknopf gekommen. Und das ist natürlich unhöflich, wollen wir nicht. Ich werde jetzt hoch in der Bude, ich bin jetzt fertig, habe Autogrammkarten ausgedruckt, habe eine Bratwurst gegessen, habe den Laptop weggeschickt, den werde ich jetzt erstmal Toshiba noch eine E-Mail schreiben mit einem Foto von dem Versandschein, dass der jetzt unterwegs ist. Den wollte ich vorige Woche schon schicken, aber da war meine Tochter krank und ja, deswegen habe ich es heute gemacht. Ja,
Dann würde ich sagen, das war soweit. Wie gesagt, Autogrammkarten könnt ihr jetzt ordern. Ich werde die Adresse unten runterschreiben unter das Video. Das muss ich dann noch abklären. Das wird der Stiegeweg 8 in 14913 Jüterbock sein. Schreibt da einfach Odinstests und dann schreibt da halt Stiegeweg 8 in 14913 Jüterbock. Das ist eine Postfachadresse, also keine Postfachadresse, das ist die Postadresse von meinem, von meiner Firma, also von Odinstests, musste ich ja machen. Wenn ihr da Informationen haben wollt, werde ich vielleicht auch nochmal so ein Video machen. Ich bin sowieso am Plan, da so ein Video zu machen für YouTube-Einsteiger, auf was ihr achten solltet am Anfang, was ganz wichtig ist und was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und deswegen würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.